So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Jo, im letzten Mal haben wir die Cell-Saga abgeschlossen. Ich hatte vor, mit euch ein paar PQ-Quests zu machen. Bevor wir das aber machen, möchte ich gerne mit Ginyu reden, weil er mit einmal hier wieder steht. Wir haben letztes Mal ja gesucht und er war weg. Dann haben wir den gefunden jetzt. Hallo Ginyu. Wer bist du? Ich erkenne dich nicht. Du musst ein Kandidat sein, um Ginyus Kommando zu gelangen. Wir sind ein Elite-Kommando aus der gesamten Galaxie. Wir sind hier nicht im Kindergarten und spielen Spiele. Aber das heißt nicht, dass wir zusammen abhängen. Wenn du wirklich beitreten willst, werde ich Ginyu dich testen. Mein Test kann sehr hart sein. Wenn du Angst bekommst, wird deine Mami nicht dein Händchen halten. Haha, willst du die Herausforderung noch einmal ein? Ja, natürlich. Achso, ich verstehe. Er möchte da mein Meister werden. Alles klar. Du bist motiviert, so stelle ich mir einen Kandidaten vor. Spezialherztraining Nummer 1. Zeig mir deine Kraft. Keine Angst, stell es dir als Bewerbungsgespräch vor. Da ist halt kein Bewerbungsgespräch, in dem es darum geht, weshalb du da bist. Wir lassen die Fäuste sprechen und ich prüfe, wie stark du bist. Wenn du mich besiegst, zeige ich dir die Spezialkampfpose des Kommandos. Du kannst es kaum erwarten, oder? Also los! Oh yeah, Aufnahmeprüfung. Reduziere das Kommando. Okay, alles klar. Regeln wir. Ich wollte nur so einen neuen Meister haben. Deswegen passt es, wenn wir mit Ginyu ein bisschen was abregeln hier. Vielleicht werden wir endlich so ein, zwei Parts nochmal wieder um. Es gibt ja auch mehr Leute, die unser Meister werden können. Und ja, mal gucken. Das entscheide ich dann. Und die Sonne blendet ja hammerkrass, ey. Also ich meine jetzt die Sonne hier im Spiel, ne? Nicht jetzt bei mir hier. Ich wollte eigentlich jetzt... Okay, zack. Wie er aber nicht treffen lässt von mir. Also ich weiß, von dem Flosch, der spielt das Spiel auch gerade. Der Let's Play ist ja auch gerade. Das Spiel ist ja fucking laut, ey. Er ist schon ein bisschen weiter als ich. Und ich habe von ihm gehört, er hat mich ein bisschen gespoilert, muss ich ehrlich zugeben. Er sagte zu mir, und wir haben es geschafft. War es schon? Okay. War es schon? Okay, es war es schon. Er hat mir erzählt, dass in dem Spiel das so ist, dass nach der Cell-Saga die Cyborg-Saga dann kommt. Ja, bisschen merkwürdig. Ich weiß, finde ich auch. Aber was soll's, würde ich sagen. Superangriff, Kampfpose F. Okay. Dann kommt hiernach, also nachdem wir das dann mal gemacht haben mit den ganzen PQ-Quests wieder, werde ich dann wieder mit der Geschichte weitermachen. Wir werden erst ein bisschen noch LED kennen. Haha, nicht übel. Ich habe lange nicht mehr gekämpft. Mein Herz hat getanzt. Wenn ich vom Tanzen rede, meine ich keine Chases und Pirouetten. Das bedeutet, dass ich aufgeregt bin. Ich nehme dich unter Vorbehalt ins Ginyu-Kommando auf Probe. Du hast gerade eine Vernichtungspose des Ginyu-Kommandos gelernt. Sie heißt Kampfpose F. Sie ist cool, aber nichts wert. Wenn du sie im Kampf nicht beherrschst, meistere sie im Kampf. Wenn du stärker bist, trainieren wir weiter. Ich freue mich auf dein nächstes Training. Ginyu ist jetzt ein Meister. Okay. Ich würde... Nein, auf jeden Fall wollte ich dahin. Ich will meine Fähigkeit mal kurz schauen. Ist das eine... Ist dir das okay? Gamepose, lass dein Ausdauer vorübergehend den Schaden von dir übernehmen, okay? Nehmen wir Kaioken mal raus. Ich will mal die Kampfpose drin haben. Wo ist das jetzt? X war es, ne? Ja, ich glaube X. Okay. Dann fangen wir jetzt an und machen eine PQ-Quest. Wir haben 3 Minuten gerade mal dafür gebraucht. Also haben wir ein bisschen Zeit noch. Wir haben jetzt eh was Neues bekommen, ja? Herausforderer Mr. Satan. Besiege Yamshu, Tenshanu, Krillin und Vegeta... Wow, wir kriegen Urknallattacke hier und Mr. Okay, Mr. Satans Klamotten. Okay, regeln wir. Vielleicht schaffen wir die Quest auch gar nicht, keine Ahnung. Ich habe gehört von Flushi auch, dass sie sehr schwer werden nach einer Zeit. Und ich weiß auch, dass er, soweit ich guck mal, ich habe das jetzt von ihm nicht gesehen bisher. Weil er ja schon, ich glaube, so ein paar zu essen nicht so weit wie ich. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter noch, aber er hat schon viel mehr aufgenommen. Aber er kennt das Spiel schon wesentlich besser als ich, weil er ist richtig krass Suchtkopf in dem Spiel. Thanks for waiting. Ich will Mr. Satan mit haben, oder? Mal gucken. Okay, Mr. Satan ist komisch, aber ich nehme dich trotzdem mal mit. So als Ausgleich für Super Saiyan 4 Vegeta, ne? Ja, Vegeta, Entschuldigung, Vegeta. Uah. Okay, wollen wir. Herausforderer Mr. Satan, besiege Yamshu, Tenshan, Krillin und Vegeta. Kriegen wir hin, ne? Los, Mr. Satan, regel. Wir haben zwei Mr. Satan dabei. Ich bin immer noch in den Kombos drin von Budokai Tenkaichi, wenn man 2-4 drückt und dann macht er den Schlag nach vorne. Nein, natürlich nicht. Sieht nur so aus. Tut mir leid. Alter, ich will Kampfpose F machen. Ach, scheiße. Wie geil war das denn, ey? Oh Gott, ey. Kampfpose F, ey. Ich würde gerne treffen, danke. Und zack, Meteorschlag. Tschüss, Mann. Und Kamehameha. Wow, ich habe nicht getroffen.
Na komm her. Na komm her, Mr. Yamshu. So, und tschüss, Mann. No match here. So. Ach Gott, okay, ich hau noch mehr auf. Ich dachte, wir können auch wegfliegen und noch ein bisschen rumschauen hier. Krillin und Tenshin Han. Ich würde aber gerne gegen Krillin erst kämpfen. It won't be like before. Und, Alter, Krillin, was geht bei dir ab denn jetzt, ey? Hast du irgendwelche Probleme hier, oder was? Ich weiß, dass du mich nicht magst, aber ich mag dich auch nicht. Du bist nämlich ein Glatzkopf. Ich hab nichts gegen Glatzköpfe, gar nicht. 13. Hui! Kampfhose F! Boah, was ein geiler Angriff, ey. Oh Mann, ey, was ein geiler Angriff. Okay, jetzt habe ich irgendwie schlauerweise meinen Angriff falsch eingesetzt. So, mach Attacke und BAM! Mach Schlag, nicht mach Attacke. Ja, Meteorschlag. Voll auf die Fresse. Kampfpose F. Mein Gedanke ist so bescheuert. Das ist so ein bekloppter Angriff. So, ich würde jetzt gerne mal wieder dich wegkicken, weil du gehst mir nicht auf die Nerven, Krillin. Mann, Krillin, lass dich doch mal treffen. So, tschüss. Und was? Jetzt zieh dich. Und mach... Ach ja, Meteorschlag. Entschuldigung, falscher Angriff. Ich fange ab bei was anderem. Und Kampfhose F. Yay. Und scheiße, wie bekloppt der ist, der Angriff. Wir haben zwei Mr. Satan dabei. Mal auch ihm aufgefallen hier so. Okay. Und auf die Fresse. Nein, wie das abgeht hier, ey. So, zack, Meteorschlag. Ich glaube, es kommt hier nach noch Vegeta, ne? Kann das sein? Ja, hau erstmal Kopf in den Sand, ey. Okay, mach Schlag. Wow, ich hab nicht getroffen. Bitte jetzt aber. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Jetzt aber. Mach Schlag. Also haben wir auch Angriffe von hier, hier Bata da drinne. Und Explosionswelle. Leck mich alle auf mit dem Scheiß, Mann. Hör auf mit dem Scheiß. Okay, wow. Und nochmal. Hui. Hui. Okay, irgendwie ist es lustig. Okay, jetzt war ich zu früh. Bow! Und das war's. Okay, jetzt kommt noch Vegeta. This is stupid. Move aside. Was willst du? Ich hab dich dabei. Und zack. What the hell? Was hast du für ein Problem hier? Wow, ich hab doch getroffen. Wow, okay. Kampfhose F! Zack, arm! Ey, was ein bekloppter Angriff, Mann! Aber gut, das ist kein Angriff, aber... Nein, ich mag das nicht. Auf mit dem Scheiß! Mann! Vegeta! Steh auf! Achso, ey, werden wir jetzt verlieren. Also, wenn Mr. Satan besiegt wird, also, unser ist ja egal, aber... Ich meine, der mit uns mit zusammenkämpft jetzt, ne? Was passiert denn eigentlich? Okay, Meteorschlag. Zack. Okay, ich würde gerne, dass du wieder herkommst. Ey, auf Kugeln auf mich zu schießen, Mensch. Okay, jetzt aber. Und mach Meteorschlag. Wollte gerade Machschlag wieder sagen, aber irgendwie ist das Meteorschlag gerade gewesen. Und Machschlag. Wow, ich habe mich getroffen. Mr. Satan, mach doch mal was da. Wofür bezahle ich dich gerade? Mann, ey, dann nehme ich dir einmal schon mit ins Team. Na, dann macht er nicht mal was, ey. Ich glaube das nicht, ey. Was soll der Kacke? Meteorschlag. So, und weiter geht's. So, flieg mal eine Runde, Vegeta. Hui! Okay, wie abging, ey. Mal, jetzt halt die Backen hier. So, nochmal Meteorschlag. Ich sehe mein Leben gerade ist nicht mehr so besonders, aber gut, das ist egal. Ich glaube, dass wir es trotzdem noch schaffen werden. Mach Schlag. Vor allem, wenn endlich mal die anderen auch mitkämpfen würden, das wäre sehr optimal. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder... Nee, okay, er hat es nicht machen können. Ich dachte jetzt gerade, er macht wieder Explosionswelle. Na, was willst du, hä? Ja, ist ein Ort... Alter! Alter, okay, jetzt ging er... Ja, ich hatte jetzt gerade für einen kleinen Moment echt Angst, muss ich ehrlich zugeben. Oh, oh. Ja, ist klar, ist klar. What the fuck, ey, was geht? Jetzt mal, wie geht das mal abdrehen zu können, ja? Leute, macht ihn doch mal endlich kaputt da. Kann nicht wahr sein hier. So, mach und tschüss, Mann.
Alter, was war das denn gerade? Ich hab jetzt gerade echt fast noch fehlen können, ey. Und tschüss, Mann. So. Arschloch, Mann. What the fuck, ey? Das war echt auch übelst knapp gerade, ey. Ja, nur Rang B wieder. Nur Rang B, aber wir kriegen Mr. Satans Klamotten. Immerhin. Was soll's, ne? Wie gesagt, es interessiert mich jetzt nicht so sehr, was für einen Rang wir bekommen. Ich glaube, es hat auch mit der Mission nicht so viel zu sagen. Das ist viel wichtiger, dass wir sie machen. What the hell? Okay. Das ist merkwürdig. Das hatte ich nämlich gerade eben auch gehabt. Ich habe das Spiel gestartet. Ja, ich werde kurz einen Cut setzen. Ich will ein Spiel, dann sehen wir uns gleich. Ich erkläre es euch gleich. Okay, wir sind wieder hier. Ja, das finde ich unlogisch im Moment. Weil wir spielen ja eigentlich auch... Ich spiele offline. Also ich bin ja im Offline-Modus, ist klar. Weil ich weiß, die Server immer noch instabil sind. Man hat es gerade wieder gemerkt. Das finde ich total kacke an dem Spiel. Weil man spielt offline, um wirklich alleine hier zu spielen. Und dann sagt das Spiel immer, ja, scheiß drauf, wir kicken dich trotzdem noch auf dem Spiel, obwohl, weil der Server nicht erreichbar ist. Warum? Warum? Das ist unlogisch. Ich bin auch nicht mal mit dem Server verbunden. Gut, ich bin wahrscheinlich schon mit dem Server verbunden, aber, ich spiele auch offline, was soll das? Was ist das für eine Scheiße, ey? Das regt hammerkrass auf, ey. Das ist hammerkacke. Das regt übelst krass auf. Das ist auch eine der Dinge, die mich wirklich ankotzen im Moment hier. Das habe ich nämlich schon mal gehabt, auch in einem Part, bevor wir hier sind. Das haben wir schon mal gehabt, dass das Spiel mich rausgeschmissen hat. So. Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir machen sollen. Ist mir doch egal, wir sehen irgendwas mit Ginyu Force. Ey, ohne Scheiß, das ist echt zum Kotzen. Das ist doch gar nicht wahr. Es kann doch nicht sein, dass ein Hersteller einen das zwingt, online zu spielen jetzt. Nur weil man das nicht macht, wahrscheinlich, keine Ahnung, es kann mir das auch nicht sagen. Boah, wir haben Cell. Ach ja, stimmt, wir haben Cell auch dabei. Whoops. Wir nehmen Cell mal mit. Achso, okay. Better not bore me. Und wir nehmen... Oh ja, weil ich beide so gerne mag, nehmen wir Freezer auch mit. Ich sagte euch bereits, ich möchte nicht immer sowas wie 4 Vegeta mitnehmen. Deswegen machen wir das auch mal so. Ich glaube, das ist auch mal ein cooler Wechsel. Wie gesagt, ich finde scheiße. Ganz im Ernst. Rückkehr des Ginyu-Kommandos, okay? Besiege die Mitglieder des Ginyu-Kommandos. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Start. So, wo ist denn... Ist hier einer? Ich habe Bock, Häuser zu erschaltern, aber ich kann es nicht, weil ich keine KI habe. Oh, da steht jemand. Ah, ist das nicht... Ist doch Ginyu, oder nicht? Hä, what the hell? Warum steht der hier? Ja, was soll... Lande mal bitte. Danke. Er hat meinen Körper in einem Umgang ungewohnten, kann ich nicht kämpfen. Achso. Achso, okay. Achso, es ist Goku. Ah, toll. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Spezielles, so mega krass, so Industriegebiet, okay? Ist da im Haus was drin? What the hell? Ist das die Obers? Hä? Ach, mal, okay. Ja, okay, ich hab's gecheckt. So, wo war das jetzt? Wo zur Hölle war das jetzt? Da. Okay. Ich war gerade verwirrt. Ja, irgendwie gesagt, ich find's scheiße. Das ist auch schade, weil, wie gesagt, ich bin offline. Meine PS4 ist schon mit dem Internet verbunden gerade. Aber trotzdem ist das nervig. So, Guldo. Ich hab gehört, du willst auf die Fresse haben. Ach, kacke, das Ding kann ja... Oh, come on. Ja, Cell, Freezer, macht was. Oh, please, ey. Wie nervig, ey. Wie nervig diese kleine, fette Kugel ist, ey. So, mach Attacke. Müsste auch gleich wieder Level Up bekommen. Vor allem, ich gehöre zum Ginyu-Kommando. Warum schlägt der mich eigentlich? Seid ihr scheiße? So, ja, ganz klasse. Guck mal, wo ich da gerade, in welcher Position ich gerade war. Ja, wenn diese fette Kugel besiegt ist, haben wir ja einen Charakter schon mal besiegt davon. So, fliegt mal ein bisschen. Aber ich glaube, hier Jeez kämpft gar nicht mit, ne? Kann das sein? So, ich habe getroffen. Wow, ich habe getroffen. Egal, wir machen diese Mission in dem Part jetzt noch fertig. So, tschüss, Mann. Und mach Attacke. Kennst du die Attacke Jeez? Das ist die Attacke von deinem besten Kollegen, ey. Und Explosionswelle. Hättest du gerne, was? Ich kann das abwehren. Nein, er hat mich erwischt. Aber auch ordentlich, ey. Alter, ey. Hey, ich bin hier drin? What the hell? Geht das da rein, ey? Das wusste ich gar nicht, dass man da rein kann. Na, no, jeez. Jetzt hau doch nicht immer ab hier. Oh, please. Das Problem ist, wir haben Goku ja als Gegner nachher. Also, ich meine jetzt nicht so als direkten Gegner. So, mach Attacke. Zack. So, jetzt liegt mal eine Runde, Digga. Hui. Und nochmal. Hui.
mehr als zerstören, ey, ohne Scheiß. Ja, macht alles kaputt gleich hier. Komm, gib ihm. Okay, jetzt hat, glaube ich, Freezer das Haus zerstört, kann sein. Ich glaube, wir werden uns in den Kampf auf jeden Fall heilen müssen. Weil ich glaube, es sieht nicht so... Wow. So gut aus. So, und Meteorschlag. So, und jetzt auf die Fresse, haben wir Cheese auch besiegt, ey. Cheese! Doch, das war's für dich, Arschloch, ey. So, ich will kurz mal schauen. Da vorne ist ein Objekt. Da ist ein Objekt. Okay, nehmen wir mit. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mal einsammeln hier. Einsammeln, Objekt, einsammeln, danke. Wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen als nächstes. Da oben, okay. Okay, dann müssen wir dahin. Ins Außenbezirk. Hä, also, ja, ich dachte, er würde reinfliegen automatisch, weil ich Kreis gedrückt hatte. Aber nein, er muss ja sagen, so, ne, wofür? So, ich werde einmal Kapsel S benutzen zur Sicherheit. Ich habe nämlich ein bisschen Angst jetzt, weil G's halt schon so stark war gerade. So, zack. Aber muss nichts heißen. Wir wollen ja auch immerhin einmal von dem Ding jetzt mal hier, das sag ich schon, getroffen von dem hier. Und Meteorschlag. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Crusher Boy, genau. Wir wurden vom Crusher Boy ja getroffen. Dadurch haben wir ja wirklich auch so viel Schaden bekommen. So, jetzt reicht's mir, ey. Und zack. So, ich werde jetzt unerbittliche Salve gleich machen. Und unerbittliche Salve. Juhu! Okay, was? Danke für so krank und gestört, ey. Also so ein kranker Angriff, ey. Und Machattacke. Mal kümmert euch doch mal endlich mal um Bart, ey. Jetzt kann ich angehen, dass ich jetzt hier alles alleine machen muss, ey. Was zur Hölle? Wer hat das denn gemacht, ey? Nein, ist doch mal gut jetzt, Digga. Ich mach dich kaputt, aber... So, jetzt erstmal kam er mehr aus ganzer Nähe von mir. Okay, er ist nicht schlecht. Was, so ein cool Kick? Ich geh dir gleich. Hallo? So, und Meteorschlag. Mein Gott, ey. Das heißt, wir sollen uns echt wieder heilen. Oh Gott. Okay, ich muss aufpassen, dass mir jetzt nicht... Okay, jetzt hat er, haben wir in der Tat meine Skill aktiviert. Können wir mal wieder aufstehen? Danke. So, jetzt muss ich dich erstmal kaputt schlagen, weil du gehst mir richtig auf die Nerven gerade, Mann. Wow. Okay, das war's für Rico. Wo ist jetzt Bart dahin? Da vorne, okay. Können wir anvisieren, bitte? Hallo, da. Okay. Wow, er hat immerhin schon mal die Hälfte Schaden bekommen. Das ist gut. Mann, Leute, ihr macht ja doch mal was Intelligentes. Ich bin stolz auf euch. So, und jetzt... Was? Blue Hurricane? Achso, das ist ein Spiel. Was? Zelt ist kaputt? Hier, Freezer, kümmere dich mal drum. Kümmere dich mal drum, Freezer. Freezer, ich kann auch alleine gegen ihn kämpfen, aber... So, ich würde gerne treffen, aber im Moment treffe ich damit gar nichts. Ja, so. Ach, jetzt da ist er wieder. So, und zack. Ja, ich habe nicht getroffen, aber er hat ganz alles geblockt gerade. Und Meteorschlag. Ich glaube, wir werden echt gegen die verwandelte Form gleich kämpfen. Also gegen die hier Tauschform von Ginyu. So. So, das war's jetzt. Wirklich, Bater. Und dann kommt noch Ginyu. Okay, hallo Ginyu. This will be a battle like none other before. Okay, ich glaube, der könnte böse werden. Das Problem ist halt auch, wir können uns da wirklich nur noch einmal heilen. Ich werde Kampfhose mit F machen. Warum ich das ganze Zeit nicht getan habe, ich weiß es nicht. Aber what the hell, ey, wie viel Schaden machen wir gerade? What the hell, Super Saiyan? Alter, ist klar. Wow, und da hat mich mal eben das Schild überhaupt nicht interessiert. Habt ihr es gesehen? Das Schild hat mich ja gar nicht interessiert, ne? Nein! So, auf die Fresse mit dir. Das ist mir scheißegal, ob du das Saiyan bist. Ich mach dich trotzdem kaputt. Auch wenn ich jetzt gar nichts gesehen habe. Aber wir haben irgendwie getroffen. Aber unlogisch irgendwie. So, kannst du mal, hast du schon mal fliegen gelernt, Ginyu? Okay, kannst...
Ja, wie er mich einfach, abfrisiert hat wieder. So, und nochmal. Ich würde jetzt gerne wieder treffen. Wow. Aber irgendwann blockt er auch nicht mehr. Das heißt, wir können irgendwann drauf. Jetzt habe ich dich, ey. Jetzt habe ich dich. So, mach Attacke. So, und tschüss. Ich glaube. Weil wir einfach blockt die ganze Zeit, ey. Leute, ihr müsst was machen. Könnt nicht davon ausgehen, dass ich alles hier mache. Wow, wie man kann, mir mehr gar nicht getroffen hat, ey. Und nochmal, Meteorschlag. Wow. Haben wir jetzt auch noch reingebasht, alles? So, ich glaube, das wird jetzt. Ich glaube, wir haben es gleich. Er ist gleich besiegt. Wuhu! Na, jetzt komm her. Na komm. Kennst du meine Kugelattacke schon? Das war jetzt arschlochmäßig, aber egal, wir haben gewonnen. Ja, gibt immer stärker als dich, Genio. Oh, tut mir leid, Meister, ich musste dich besiegen. Oh. Egal. Boah, C, Alter. Ja, Level 27. Mischkapsel und große Energie. Okay, alles klar. Super Angriff, Zeitkontrolle. Ach, von Guldo. Ey, cool, wir können, wir können Zeit anhalten jetzt. Wie cool. Aber egal, das machen wir ja nicht rein, das ist doof. Ich will es nicht. So, Leute. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Vielleicht kicken wir das Spiel wieder raus, genau wie vorhin. Im nächsten Part machen wir noch ein paar PQ-Quests. Zwei Stück haben wir jetzt ja geschafft. Und dann geht's weiter beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.